Stimmt, ich habe vergessen, ich habe ja Handschuhe an. Ha. So, liebe Leute, heute mal mit Ralf Leidinger hier an der Fassade zugange. Sag mal, Ralf, wir machen doch hier bald eine Ausstellung, oder? Ja, nächste Woche Donnerstag. Nächste Woche Donnerstag. Und bis dahin ist das Werk hier an der Fassade fertig? Das ist schon in einer Stunde fertig. Ah, das heißt, die Leute können sich das schon vorher angucken. Aber natürlich. Das und vor allen Dingen die Galerie vorher schon. Ja, das finde ich super. Ja, also hier kann man schon etwas erahnen, aber hier kann man auch schon etwas sehen von der Kunst von Ralf Leidinger. Da ich ja noch nie Graffiti gemacht habe, also meine Vorgehensweise ist bei meinen Wandbemalungen, ich male alles mit dem Bleistift vor, ganz normal, male es mit dem Pinsel aus und die Schattierung mache ich später mit der Airbrush-Pistole. Nur jetzt muss ich alles umdenken. Aber wir kriegen das hin. Ah, davon bin ich überzeugt. So, Ralf, für den Laien gefragt, was machst du da? Jetzt mache ich die harten Kanten mit der Airbrush-Pistole, damit ich später den 3D-Effekt mit der Pistole weiter modellieren kann. Aber man braucht einfach den harten Abschuss, damit die Wirkung größer ist. Sonst ist es zu verschwommen und wir haben ja gerne klare Linien, klare Strukturen. So, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Langsam. Ja, geht alles in die richtige Richtung. Drin. Dann legen wir hier nochmal an. Und immer gucken, wie die Muskeln mitgehen an der Hand, immer so bewegen. Hier ist noch ein Bein. Dann geht hier die Sehne durch. Und hier geht auch noch meine Sehne mit den Knochen. Hast du Medizin vorher studiert? Nein, viele Liebschaften. Aber man muss das lieben, was man macht. Und ich mag die Menschen, also beschäftige mich damit. Bei meinem Stil ist das Schwierige, dass man während dem Malen einfach mitdenken muss und muss überlegen, wo ist der Knöchel, wo sitzt die Sehne, und das muss ich dann mit den Linien betonen. Ich mache nicht nur Streifen, sondern ich forme den Finger damit.